Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolkzündkerzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nun kannst du sehen, wo sich die Zündkerzen befinden. Wir empfehlen dir, eine Zündkerze nach der anderen zu wechseln, denn es ist wichtig, dass die Zündspulen nicht untereinander vertauscht werden. Trenne den Strom zur Zündspule. Drücke dazu auf die Plastiklasche, um den Haltestift zu lösen, der dafür sorgt, dass die Klemme nicht herauskommt. Nimm mit einer Ratsche und einem 10 mm Einsatz die Haltemutter der Zündspule ab. Du kannst nun die Zündspule mit kleinen seitlichen Hin- und Herbewegungen vorsichtig entfernen. Tipp: Wir empfehlen dir, den Zündkerzenbereich mit einem dünnen, an eine Staubsaugerdüse geklebten Kunststoffschlauch zu reinigen. Löse mit einer Ratsche, einer Verlängerung und einem 16 mm Zündkerzeneinsatz die Zündkerze und schraube sie dann von Hand ab. Nimm die Zündkerze heraus. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bolkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Zündkerze zur Hand. Setze die neue Zündkerze ein, schraube sie zuerst von Hand ein und zum Schluss mit der Ratsche. Es gibt verschiedene Techniken, um Zündkerzen anzuziehen. Du kannst auch einen Drehmomentschlüssel verwenden und so das vom Hersteller empfohlene Anzugsmoment einhalten. Oder du kannst einen Winkelspanner verwenden, um den empfohlenen Winkel einzuhalten. Wir empfehlen dir wärmstens unser Tutorial, so ziehst du eine Zündkerze an, anzuschauen, bevor du diesen Schritt ausführst. Bringe die Zündspule wieder an und schiebe sie so weit wie möglich ein. Du musst sie einrasten hören. Du kannst dann mit dem Steckschlüssel die Haltermutter wieder anschrauben. Schließe die Zündspule wieder an. Du kannst nun den Vorgang für die anderen Zündkerzen wiederholen. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.